Wir haben uns heute mal wieder ein paar ganz wundervolle Karten gezaubert und ihr werdet nicht glauben, woraus sie gemacht sind, aber wir zeigen es euch gleich mal. Bleibt dran, viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr auch alle so ein, naja, Kalender, die meisten Leute haben einen Kalender heutzutage. Man kriegt die ja bei Lidl und bei was weiß ich, beim Bäcker kriegt man ja öfter mal so einen Kalender, wenn sich das Jahr neigt. Wir haben eigentlich für jedes Jahr einen, da kann man ja dann immer eintragen, hier, heute muss ich mal zum Arzt, morgen musst du zum Arzt, dann wird Müll abgeholt oder sonst was. Und da sind nicht selten so richtig schöne Motive drauf, müssen ja jetzt nicht Tiere sein, es gibt ja auch für Küche, für was weiß ich, da gibt es ja immer verschiedene Motive und wir haben uns jetzt gesagt, die Motive, die sind so schön, das muss man ja nicht wegschmeißen. Wir schneiden uns jetzt erstmal die ganzen Motive aus den Dingern hier aus. Also hier sind so süße Teile drin, das mit der Katze und dem Teddy oder Hund sieht doch wohl süß aus und die anderen auch. Ich schneide mir das jetzt erstmal grob alles ab. So, also für Januar, das war jetzt ein Kalender von 21. Januar war dann diese süße Katze, dann haben wir die zwei hier, die sind ganz drollig, diese zwei hier, der hier ist doch wohl goldig, der hier ist, oh, ist der süß. Süß, die Katze, ja. Die zwei hier sind ja meine Lieblinge, Beaver Yorkies, dann nochmal eine Katze mit einer Schnecke hier oben drauf, hier zwei kleine süße Hunde, Katzenbabys, der kleine Schlafmichel. Und dann die Hasen und die von vorne drauf. Deckblatt. Ja, vom Deckblatt. Jetzt braucht man eine Karte, die dazu passt. Oder man muss sich dann eben das Motiv dann so zuschneiden. Wir haben ja Glück, wir haben so eine richtig großen Karten. Hier sind vorne welche. Sind unterschiedlich groß alle. Naja, aber dann haben wir ein paar große, ein paar kleine. Und wenn ja nicht anders, dann müssen wir eben auf dieses Motiv hier, also auf diese Größe hier zurückgreifen. Müssen wir gucken, wie wir immer brauchen. So, ich habe dann jetzt hier ein paar ganz große Karten, 17x17 oder fast 18x18. Da habe ich mir jetzt ein paar Aufleger zurechtgeschnitten, einfach mit dem Schneidegerät. Und dann kann man sich aber auch, wenn ihr so eine tollen Randstanzen habt, so eine Rahmen oder wie sich die nennen, dann kann man sich das auch da drauflegen. Ich finde die Hunde, die sind so süß. Und dann kann man sich das einfach ausstanzen. Macht natürlich dann ein viel schöneres Bild, wenn so ein schöner Rand da drum ist, als wenn das einfach nur gerade ist. Hauptsache schön, ja. Ja, schön muss es sein. Zweckmäßig. Nee, schön. Die sind festkleben immer. Und dann hat man für so kleinere Karten einen schönen Aufleger. Ich finde es schöner mit so einem Rand halt. Nachdem ich mir jetzt meine ganzen Kartenaufleger zugeschnitten und ausgestanzt habe, habe ich mir dann jetzt erstmal ein paar Sprüche ausgesucht. Frohe Weihnachten zum Geburtstag. Die besten Wünsche, das geht eigentlich immer. Alles Gute kann man immer mal irgendwo mit drauf machen. Und die kann man jetzt auch wieder ausstanzen, wenn man hier so eine kleine Stanzschablone dafür hat. Oder man schneidet die einfach mit so einer Zuckenschere aus. Und hat dann da auch schöne Motive, also schöne Ränder. Dir geht es ja mal an den Rand. Stimmt's? Ja. Ach, ich glaub's wieder. Das war nicht sparsam. Nee, das war jetzt nicht sparsam gemacht. Gut, hier muss jetzt nicht frohe Weihnachten drauf, aber. Nee, frohe Weihnachten mal. Auf die Hunde mit den Weihnachtskostümen. Mach ich mir jetzt erstmal fertig. Ja. Genau. So, jetzt klebe ich mir hier die ganzen Aufleger erstmal drauf. Und dann stellt man fest, dass man hier manchmal so einen, ja, einen Teil noch vom Monat drauf hat oder so. Das möchte man ja eigentlich nicht so gerne haben. Da muss man sich dann was einfallen lassen, entweder eine Blume draufkleben oder irgendeine Möglichkeit gibt es ja da immer. So viel Kleber hier. Das ist eben das Gute bei diesem Golden Fix. Wenn du da jetzt zu viel Kleber hattest, dann rubbelst du das einfach weg und dann ist das weg. Du darfst natürlich keine dreckigen Finger haben. Sonst hast du da irgendwie. Immer alle Klamotten. Hast du ab, da nicht gesehen eben? Alle Klamotten hat es abgewischt. Deswegen hat man zum Basteln immer alte Klamotten an. Damit man sie da ranwischen kann. So. Da muss man sich hier was einfallen lassen und dann hast du da. Also entweder hier so ein
Schmetterling wieder hinsetzen. Oder man hat jetzt noch so eine Blüte hier oder irgend sowas. Könnte man da mal mit hinmachen oder einfach mal nur Blätter. Jetzt hier einfach mal nur so ein Blatt. Macht man das hier hin, zack, ist der März weg. Ja. Dann muss ich da halt was einfallen lassen, aber Bastler sind ja kreativ, dafür macht man das ja. Wo willst du denn da den Spruch tun? Ja, jetzt muss man sich dann überlegen, will man da einen Spruch hinmachen? Man könnte jetzt ja auch, also entweder die besten Wünsche, kann man sich hier irgendwo so, da oben wäre jetzt blöd, ich würde es hier unten hinsetzen. Oder eben in die Karte rein. Ja, dann würde ich es in die Karte reinsetzen. Die besten Wünsche. Ja, und dann hast du das schöne Bild. Genau, dann hast du nämlich das Bild nicht. Vorher auch muss man immer gucken, ob es irgendwo hinpasst. Wenn es nicht passt, einfach nach drin. Besten Wünsche, fertig. Ja, das ist die beste Erfindung. Hast du eine schöne Karte. Und hier bei dem bunten Hund, der ja so bunt ist, wollten wir ja auch eigentlich zum Geburtstag irgendwas mit hinmachen. Aber wir haben jetzt hier auch hin und her geschoben. Entweder ist der Hintern weg oder das hier weg oder das Gesicht weg. Oder das wäre schade. Genau, also auch wieder nach innen und fertig ist. Man die Sache aus dem Weg gegangen und hat das schöne Bild. Hier oben stand auch wieder April oder irgend sowas und Schmetterling drauf, fertig. Schön. Jetzt zeige ich euch noch mal alle Karten, die wir rausbekommen haben. Hier die Katze mit den Blümchen sieht doch wohl süß aus. Da haben wir jetzt einfach zum Geburtstag reingeklebt. Also muss man immer entscheiden. Wir haben jetzt hier die Hunde. Gerade stellen, sonst blendet das Licht. Die Hunde. Da haben wir jetzt gar nichts reingemacht. Man kann das jetzt zum Geburtstag für alles Mögliche nutzen, wenn gar nichts drin steht. Ja. Also man muss da nicht immer was drauf machen. Genauso hier die große Karte mit der Katze und dem Hund, so rum. Da haben wir auch nichts drauf gemacht. Das kann man dann auch wieder benutzen, wie man gerne möchte. Also das ist doch wohl süß. Ja. Das war jetzt wirklich viel und zu schade. Der Kalender wegzuschmeißen, das wäre zu schade gewesen jetzt. Hier stand jetzt wieder der Monat so blöd. Frohe Weihnachten, weil der jetzt hier einfach schon so auf so einem Decke oder so liegt. Also hier, die sind natürlich frohe Weihnachten. Die müssen frohe Weihnachten. Hier haben wir dann die Katze so zurechtgeschnitten, dass man hier auch noch die Schnecke sieht, die sie da so mit reingesteckt haben. Und hier stand wieder der Monat. Da habe ich einfach einen grünen Schmetterling mit hingeklebt. Und dann kann man innen alles Gute zum Geburtstag oder was weiß ich, was man denn da haben möchte. Dann hier meine zwei Lieblinge, die sind ja wohl super süß. Dann auch wieder alles Gute. Oh, die sind doch wohl drollig. Ja. Das sind die schönsten Hunde der Welt. Diese Biber-Yorkies. So, dieser kleine Papillon. Ist auch der schönste Hund. Eigentlich sind sie alle schön. Also. Und der sieht doch erstmal neckisch aus. Und die Katze da, also wie die sich so rankuscheln. Aber unsere Behenhunde machen das auch miteinander. Ich staune immer, dass die so kuscheln und sich so gegenseitig ablecken. Das ist wie Knutschen, was die immer so machen. Ich staune immer. Also, die besten Wünsche. Hier haben wir mal drauf geklebt. Ist doch verdrollig. Hier haben wir nochmal die Katzen. Ja. Hier dann den Geburtstagshund. Gerade stellen. Zum Geburtstag. So. Ist süß. Fein gemacht. Und dann die hier. Das ist süß. Die besten Wünsche. So. Also das ist doch mal Upcycling vom Feinsten. Einen alten Kalender zu wundervollen Karten umgestaltet. Ich finde sie ganz niedlich. Die sind alle ganz süß geworden. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Und das wie immer ganz, ganz einfach und schön. Und wieder mal wird nicht weggeworfen. Ja. Ich fand es zu schade, den wegzuwerfen. Ja. Oder hätte es zu schade gefunden. Jetzt haben wir ihn ja nun verwertet. Ist schon süß geworden. Beste. Beste, was dir wieder ein. Ja, klar. Allerbeste.